Wobei da kein Gargantua dabei ist, also das werden wir schaffen. Denn die Zaubermünze, die kann auch komplett in die Hose gehen. Haben wir schon ein, zwei Mal gehabt. Minimum. Öfter einfach. Aber die Toxi-Münze, die ist immer ein Sieg. So, jetzt machen wir erstmal Erbsenhülsen. So. Das sind meine. So, und ich möchte hier auch gleich jetzt die... Oh Mist. Ich glaube, ich nehme gleich mal die Toxmünze her. So, dann kommen jetzt erstmal wieder die Lenkdistel. Die kommt zuerst. So, die haben wir auch gleich wieder. Und sie ist noch nicht bereit. Sehr schön. Mist. Setzen wir gleich wieder hin und da können wir sie auch wieder hinsetzen. So, eine Erbsenhülse hätte ich noch. Lenkdistel hätte ich noch gerne. Wunderbar! Die Lenkdistel kümmert sich also vorrangig um die, die hier. Na, um die ersten halt. So, dann machen wir jetzt das hier. Um hier eine weitere Erbsenhülse setzen zu können. Und hier die letzte Uhrzeitwalnuss. So. Dann kommen jetzt laute Erbsenhülsen hin. Und ich glaube, in Zukunft werde ich die Walnüsse ein bisschen weiter. Also gleich erstmal hier platzieren. Keine wird abgefackelt. Sehr schön ist das. Und wir kriegen gleich Spezialdünger. Benutzen wir ihn doch gleich mal, unseren Spezialdünger. Damit haben wir es ein bisschen leichter. Und da kriegen wir ihn. Super! Ich glaube, damit haben wir eine sehr gute Kombination erhalten. Die Lenkdiesel kümmern sich um die Zombies, die immer ganz vorne sind. Egal auf welche Linie. Während die Erbsenhülsen die Linien so richtig aufräumen. Und die Uhrzeitwalnüsse passen darauf auf, dass sie nicht zu nah an unsere Angriffspflanzen kommen. Und die Mondblume gibt uns natürlich sehr viel Sonnen. Wobei ich glaube, momentan wäre die Doppelsonnenblume wäre momentan sogar besser, weil die Mondblume
Nein, ich glaube, die Mondblume, die passt. Das passt schon. Das war ein Gedankenfehler, weil ich dachte, die Mondblume würde nur 75 geben, aber die gibt ja hier für sich selbst 25, 50, 75. Okay, sie gibt nur 75. Nee, plus ein bisschen was extra. Naja. Ich glaube, ein bisschen mehr als 75, aber wahrscheinlich weniger als 100. Naja. Die kommen hier nicht durch. Das finde ich richtig nett. So, machen wir gleich die zweite Reihe. Und wir haben schon wieder so viele Münzen. Das was, ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Wow, das ist aber eine heftige Beschleunigung. So schnell ist es sonst nicht, oder? Wahrscheinlich im Endlos-Level ist das ein bisschen schneller. Oh, Moment mal. Mist, das wollte ich nicht. Das habe ich jetzt verkackt, aber naja. Spezialdinger! Oh, denen geht es gleich sehr schlecht. Und wenn wir hier alle voll haben, dann werden wir Stück für Stück einfach die ganzen Uhrzeitwalnüsse nach vorne schieben und wieder die ganzen und wieder neue Erbsenhülsen machen. Ist das. Hier oben kommen sie schon gar nicht mehr bis aufs erste Feld. Während wir hier unten noch ein bisschen kämpfen müssen, weil da einfach zu viele waren. Aber ich platziere die erste auch immer hier oben. Das heißt, die hat hier einen gewissen Zeitvorteil. Nochmal Spezialdinger. Wir sind gleich bei der letzten Welle. So. Dreimal noch. Dann haben wir zwei volle Reihen. Und ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es... Nein, da kommen noch welche. Platzen wir hier ein. Der hier kommt weg. Und zack. Nächstes Level. Was kriegen wir? Wir kriegen... ich glaube, da hätte ich gerne den Endurian. Die anderen kosten einfach zu viel. So. Mondblume. Dann noch... dann noch Kirschbombe. Jalapeno, Erbsenhülse, Lenkdistel. Ich glaube, ich will die umdrehen. Dann noch Urzeitwalnuss und... Ich glaube, ich nehme die Versöhnungsminze mit. Das ist ja noch besser eigentlich. Denn dann wird der Schaden, den ich sowieso schon mache, weitaus verstärkt und wir räumen hier die komplett alles auf dann. Zombie, ein normaler. Aber das macht nichts. So, wir warten noch. Vielleicht können wir die Lenkdistel. Ja, zack. So, ich spare einfach weitere Lenkdisteln. Ich möchte jetzt erstmal 5 Lenkdisteln haben.
Level 24. Wir haben fast Level 30 erreicht. Und ich glaube, wenn ich Level 30 erreicht habe, dann höre ich auch erstmal auf. Ich glaube, ich möchte auch wieder Zeit vorspulen. Okay. Es wird ein bisschen gefährlich. Aber nur ein bisschen. Oh nein, das schaffen sie. Ich glaube, es wurde keine einzige Pflanze auch nur einmal gebissen. Beschleunigen wir wieder. So, jetzt mache ich hier die Uhrzeitwalnüsse hin. So, sie kümmern sich schon mal um ein bisschen Schutz. Und jetzt kommen die Erbsenhülsen. Das wird super. Sie haben keine Chance gegen uns. Oh Mist. Da oben ist sie leider auch kaputt gegangen. Spezialdinger, das wenn ich gesehen hätte, hätte ich das schon eher gemacht. Da wurde jetzt leider die Urzeitwalnuss gefressen. Das finde ich nicht nett. Und da oben wurden zwei Urzeitwalnüsse zerstört. Also abgefackelt. Finde ich auch nicht nett. So, das wird jetzt aber schon wieder ein bisschen besser. Denn jetzt fangen wir langsam an, Schaden zu machen. Und zwar gut verteilt auf jeder Linie. Weg mit euch! Spezialdinger. Jetzt haben wir leider zu viel Schaden erhalten. So, kriegen wir da irgendwo Spezialdinger? Nein, das sieht leider nicht so aus. Ich mach trotzdem mal. Und hoffe, dass wir gleich noch einen kriegen. Ich mache jetzt mal das hier. Ich brauche ein bisschen Pause. So, das sind zwei. Ich brauche deine Jalapeno. Brauche ich Sonnen. So. Mist hat leider nichts gebracht. Nicht sehr gut. Der wird hoffentlich noch drauf gehen. Hoffe ich.
Nicht ganz so gut gerade. Mist. Das sind, glaube ich, die letzten Spezialdünger, die nehme ich mir jetzt aber auf, hoffe ich. Ich brauche noch 20 Sonnen. Danke. Das sind die letzten. Geschafft. Die Strategie eben war irgendwie nicht so toll. Wir hätten fast verloren. Die sind komplett bei uns durch. Ich glaube, dann nehme ich die Unendnuss mit. Auf die Schattenerbsenkunde warte ich die ganze Zeit. So. Vielleicht ist sie hier doch besser. Naja. Denn die Toxi-Minze, die tötet jederzeit alle. Zwar langsam, aber macht sie immer. Aber die Versöhnungsminze, die bringt nur was, wenn wir bereits eine Verteidigung haben. Und wenn wir die nicht haben, ist das ein bisschen blöd. Aber hey, wir sind schon bei Level 25. So, ich glaube, wir können uns das noch leisten, noch ein bisschen zu... Ja, okay, jetzt geht's auch so. So. Ich mache jetzt erstmal überall eine Erbsenhülse und dann überall, wo es geht, und dann überall, wo es geht, eine Uhrzeitwalnuss. Das war mir ein bisschen zu viel gerade. Oh Mist. Toximinze. Mist. So, dieser Sandsturm war nicht gut. Boah, das hat lustig ausgesehen. Toximinze löst sich auf und in dem Moment geht er drauf. Mist, ich habe zu lange gebraucht. So, und jetzt spare ich wieder auf Lenkdistel. Okay, vielleicht mache ich es doch erstmal so. Jetzt spare ich auf Lenkdistel. Ich mache mal ein bisschen schneller. Die Schalapenne, wenn bereit ist, platziere ich sie hier. So. Spezialdünger, sehr schön. Der lebt noch. Das war aber nicht gut. Warte mal, das war's? Okay, das war's. Level 26 kommt jetzt. Und wir kriegen... oh, der Pustepilz. Der könnte gut sein. Ich glaube, ich nehme den Pustepilz mit.